Neben mir nicht nur der Mitveranstalter und Captain des Team Stahls, sondern Nico Karlstahl-Lohmann war auch der Bestreiter des einzigen Boxkampfes heute Abend, den er gewonnen hat. Nico, muss ja so ein super Abend für dich gewesen sein. Kannst du mal deine Emotionen zusammenfassen? Oh, mir geht scheiße, alles kacke. Nee, Spaß beiseite. War super, ja, ich fühle mich gut. Viel geiler ist natürlich mit den Jungs. Ich und mein Papa musste natürlich, sie durften sich nicht blamieren am Ende, das habe ich nicht gemacht. Das war das Wichtigste und ja, hat mal wieder noch mehr Zusammenhalt gegeben. Heute 5-0 Bilanz, dort will man mehr, das war geil, kann ich gar nicht mehr zu sagen. Ne? Also ich denke mal, jetzt hat uns jeder auf der Kappe und wird im nächsten Jahr werden wir richtig angreifen. Und ich denke mal, wir haben ja einige Talente und da sind noch ein paar Verborgene, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, ich bin sprachlos ein bisschen, ich bin echt, das ist richtig geil und ja, mein Kampf, ich hätte mir mehr, meine Schulter ist, die Kapsel ist auseinandergezogen. Ich konnte also die linke nicht richtig schlagen. Dafür lief es gut, habe mich gut bewegt und habe Spaß gehabt. War ja spontan, dass der Mann noch eingesprungen ist. Und wie gesagt, ich habe letztens schon mein Profidebüt gegeben und werde auch im Boxen weiter treu bleiben. MMA im nächsten Jahr wieder. Und ja, ihr werdet noch einiges von Team Stahl und von mir hören. Okay, Nico, dann arbeiten wir das erstmal Schritt für Schritt ab. Kommen wir erstmal auf deinen Kampf. Also sei von außen aus, dass du den Kampf bestimmt hast. Du hast so die Ringmitte gehabt. Du hast auch eigentlich mehr die Akzente und Aktionen gesetzt. Aber gegen einen, der wirklich Profiboxer ist, sich in den sein Metier reinzutrauen, wie ist das für dich als Grappler und als MMA-Kämpfer? Ja, also beim letzten Mal war es ja gegen den Vancado, der Kampf davor zum Beispiel, der ein sehr erfahrener Profi war. Für mich ist egal, also wir haben einen härteren Sport als Boxen, also ich habe keine Angst vor einem Kampf, ne? Man hat, und Boxen ist für mich ein bisschen eine Leidenschaft, ich mache das gerne, ich habe Spaß, ich gehe da sehr, sehr locker rein. Das ist halt der große Vorteil, ich würde keinen MMA-Kampf machen, wenn ich so viel Stress hätte wie heute, aber den Boxkampf, weil das einfach Spaß war, habe ich noch gemacht und das sind 3x3 Minuten, das kann man machen. Natürlich ist das eine Anspannung gewesen, ich habe alles organisieren müssen, ich habe gestern die Waage gemacht, ich habe kaum gepennt, viele Ausfälle gehabt, alles hin und her gematcht, meine Jungs, 4 Jungs haben gekämpft, bandagiert, alles mögliche. Das war halt viel Stress, aber dafür bin ich umso glücklicher, dass das dann noch ging. Und dass ich da einen Kampf gemacht habe, meine Fans waren wieder da, hier in the Hood bei uns, das war natürlich geil, also die Stimmung war super, ich bin sehr zufrieden mit der Veranstaltung auch, war einfach geil und ja. Ja, da hätte ich jetzt dich als nächstes drauf angesprochen, also es war heute volles Haus, es gab keine Plätze mehr, die Leute haben rumgestanden, weil es einfach auch wirklich sich aneinander gedrängt wie die Heringe, es war eine Top-Bombenstimmung gewesen, wie glücklich bist du jetzt heute Abend als Veranstalter? Ja, ich bin sehr zufrieden. Also ich bin schon sehr glücklich. Es ist wirklich toll gelaufen und das Ganze setzt ihm ein Anti-I-Tüpfelchen auf. Ich muss, glaube ich, heute mal ein Bier trinken seit langem. Das hast du dir heute auch verdient. Ich glaube, da muss man echt mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ist wirklich eine schöne Sache gewesen. Mir geht's gut. Und ich werde gleich meinen Jungs allen auch ein Bier geben und dann werden wir uns genüsslich den Abend zu Ende bringen. Ja, und dann sprechen wir direkt mal dein Team an, Team Stahl. Ich meine, heute hast du mal wieder eindrucksvoll bewiesen, dass man mit dir nicht nur als Kämpfer zu rechnen ist, sondern auch als Coach, ja, dass du wirklich sehr, sehr viele gute, junge, hungrige Leute am Start hast. Aber kannst du das selber mal beschreiben, gibt es da ein paar Jungs, also außer die wir heute Abend gesehen haben, die wir ja im Auge behalten sollen, die da jetzt noch kommen? Ja, also natürlich besonders der Patrick, den kennt ihr schon von Respekt, das ist natürlich mein bester Schüler, ist jetzt auch in die Rangliste gestiegen zurecht, der wird noch für Voro sorgen, da bin ich sicher, wir werden den gut aufbauen, vernünftig an die ganze Sache rangehen. Dann, was wir heute gesehen haben, den Gurpreet Singh und den Khalid zum Beispiel, 2 Supertalente. Der Daniel aus Spanien, der hoffentlich auch bei uns bleiben wird, das entscheidet sich demnächst, aber ich hoffe es und er ist auch gewillt und das ist natürlich ein BJJ-Granate und wir haben jetzt in der kurzen Zeit so viel aus ihm rausgekommen, man hat gesehen, also der ist super in Clinch gegangen, im Stand super gemacht und wenn wir heute nur im Grappling gesehen haben, ist der Malte Grosse, der auch mal gegen den Löwken Amateurkampf gemacht hat, der Junge ist ein Rohdiamant, da werden wir noch einiges von sehen, ich bin gespannt auf Respekt, Amateurmeisterschaft und so weiter, da wird sich zeigen, wer im nächsten Jahr Profi kämpfen wird und wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr auch in der DGL dabei sein und
Ja, wir haben große Pläne. Also mit einem eigenen Team Stahl bei der DGL, ja? Das kann ich schon mal so ankündigen jetzt, ja. Ja, weil du hast ja vorher immer noch teilweise bei Sparta Essen mit gemacht, aber du hast diesmal jetzt ein eigenes Team anstatt. Ja, nächstes Jahr, wir haben uns noch nicht gemeldet. Ich hoffe, wir werden aufgenommen, aber da andere ausgefallen sind, hoffe ich es einfach. Und ich denke mal, nach was wir noch dieses Jahr machen werden, werden die nicht weggucken können, sondern werden uns, denke ich, schon mit Kuss annehmen. Und auch da kann ich eine gute Mannschaft stellen. Ja, und du hast eben den Daniel angesprochen, der hat ja mal ein bisschen gependelt zwischen Deutschland und Spanien. Da kann ich dir aber schon sagen, ich habe draußen mit ihm gesprochen, er meinte, in meiner Gewichtsklasse gibt es hier mehr gute Leute und er probiert alles hier zu bleiben. Ja, das sagte ich, wollte ich ja auch gerade damit sagen, dass es gut aussieht und ja, ist ein super Junge, wir kommen privat super mit aus. Greppeln wird er bisher für Sparta und ich werde ihm auch keine Steine im Weg legen, weil das ist verabredet so. Ich denke, das wird er auch weiter beibehalten, aber für MMA macht er hier und da bin ich glücklich drüber und ich bin, ja, das kann nur nochmal sagen, ich bin einfach zufrieden. Ja, und man kann dir nur wirklich sagen, herzlichen Glückwunsch zu deinem Kampf, zu deinem Team, zu der Veranstaltung, Nico. Mach so weiter und dann die letzten Worte gehören natürlich wie immer dir. Ja, ich möchte natürlich allen Fans danken, allen Leuten, die gekommen sind. Ich möchte meiner Freundin danken, die mich heute sogar unterstützt hat. Ich liebe dich sehr, sehr schön gewesen heute mit dir. Den Sponsoren, Phantom MMA ganz besonders, Live Strong Bochum, meinem neuen Laden, die auch hier was mit unterstützt haben. Und dann Rockstar Energy natürlich und dem Fightland Germany, das ja mit Team Stahl kooperiert. Wir sind quasi Gast bei Fightland immer, deshalb ist es eigentlich Team Stahl, Fightland Germany. Ja, man sieht beim Einboxkampf der Ömer Bullard, der Ermin, dem möchte ich beide danken. Super Boxing-Coaches, die hauen sehr viel raus. Und da werde ich auch im nächsten Jahr noch einiges machen. Wahrscheinlich machen wir auch noch ein paar K1-Kämpfer, auch der Patrick. Also wir sind sehr vielseitig, wir sind Kämpfer, wir haben Bock, wir haben wieder Blut geleckt und ich bin zurück auf jeden Fall. Das ist doch das beste Schlusswort, was wir haben könnten. Vielen herzlichen Dank, Nico, und viel Erfolg für die Zukunft. Danke.